Also ich sag mal so, in Deutschland gibt es ja im Tuning-Bereich wirklich viele fragwürdige Gesetze, wo man sich sagt, warum funktioniert das weltweit, und in Deutschland wird es als lebensgefährlich deklariert und man wird schon fast in Handschellen abgeführt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, in Zeiten der E-Mobilität, wo man eigentlich nicht mehr weiß, was ein Verbrennermotor ist, dass es irgendwann Pflicht sein wird gesetzlich, bei einem Motor mit mehr als 3 Litern Hubraum oder mindestens 6 Zylinder einen Sticker zu platzieren, bei dem man auf den lebensgefährlichen Ansaugbereich verweist. Denn es ist immens wichtig, Kinder, Tiere und Kleinwagen unbedingt von hier fernzuhalten. Denn hier haben wir den legendären 6 Liter V12 M120 Motor, welcher auch im Pagani Zonda verbaut worden ist. Übrigens, das wäre dann auch nicht der aktuelle, denn hier fehlt noch Klimakleber, denn die Klimakleber, wenn sie sich vors Auto kleben, müssten auch wissen, dass es lebensgefährlich ist, vor einem V12 sich zu deponieren. Was meint ihr, kommen wir ins Zeitalter, wo diese Motoren wirklich solche Exoten sind, dass man mit solchen Stickern darauf verweisen muss, dass sie lebensbedrohlich sind?